Gut. Ich lasse euch gehen. Wie komme ich in die Bank? Hör zu! Jeder kann die Tür zum Schatzraum in der Bank öffnen, aber dadurch wird der Alarm ausgelöst und die Wächter der Bank erwachen zum Leben. Und die hauen noch schlimmer zu als ihr. Glaubt mir das. Also, ihr wollt nicht, dass die Wächter erwachen, aber ihr wollt an die leckeren Schätze im Lager der Bank. Ihr müsst also verhindern, dass der Alarm ausgelöst wird. Aber wie? Ich und 4 meiner Freunde haben da mal ziemlich viel Hirnschmalz reingesteckt. Ihr redet zu viel. Wartet. Also die Leute der Bank verwenden 4 Siegel, um den Alarm auszuschalten. Wir haben diese Siegel nachgefertigt. Und? Hattet ihr Erfolg? Nein, verdammt! Irgendwer hat uns verpfiffen! Ich konnte mich hier verstecken, aber die anderen 4 mussten aus Empyria fliehen. Sind sie tot? Ich fürchte ja. Sonst wären sie ja schon längst wieder aufgetaucht. Denn sie hatten ja unsere wertvollen Siegel. Also, wenn ihr es schafft, die 4 Siegel zu finden, müsst ihr sie nur noch in der Bank an den richtigen Stellen einsetzen und der Schatz gehört euch. Das ist ein todsicherer Dreh. Glaubt mir. Wo die Siegel sind, weiß ich nicht. Nur, dass meine Kameraden damals in Richtung Süden geflohen sind. Das werde ich jetzt am besten auch tun. Viel Glück! Ja, Vespo wurde aktualisiert. Die 4 Siegel der Bank. Brigo hat damals mit einigen Kumpanen 4 Siegel hergestellt, die den Alarm in der Bank von Empyria abschalten sollen. Ja, Ishtar sucht den Hehler Brigo. Haben wir verpatzt. Such die 4 Siegel und setz sie in die Steinsuche in der Bank von Empyria. Brigos Kumpanen sind mit den Siegeln aus Empyria nach Süden geflohen. Sucht auch nach den Siegeln. Wenn ihr sie alle habt, setzt sie in die Steinsuche in der Bank. Dann sollt ihr die Tür zur Schatzkammer öffnen können, ohne Alarm auszulösen. Gut, jetzt reden wir mit Flink. Damit der uns in den Tempelbezirk bringt. Dann gehen wir vom Tempelbezirk aus in den Bazar, gehen vom Bazar aus und wieder runter in den Zirkusviertel und machen den Zirkusviertel. Flink. Was haltet ihr davon, wenn ihr euch nützlich macht und einige der Wachen ablenkt? Dann komme ich vielleicht unbemerkt durch eines der Tore. Ich soll für euch mein Leben riskieren, wo ihr mich doch gerade an den Haaren hierher geschleift und mich zum Ärmsten der Armen gemacht habt. Nun soll ich euch auch noch helfen. Genau das. Das ist gefährlich. Was ist mit meiner Frau und meinen 14 Kindern? Was soll sein, wenn ich nicht zurückkomme? Ihr habt weder Frau noch Kinder, Flink. Und wenn doch, sind sie besser ohne euch dran. Naja, ein Versuch war es wert. Also gut, ich werde die Wachen am Tor zum Tempelbereich ein wenig ablenken. Aber dann sind wir quitt. Ihr müsst euch mit den Dietrichen beeilen, sobald ich die Wachen fortgelockt habe. Ewig kann ich sie nicht beschäftigen. Also los! Jo. Na, noch steht Nardini nur rum. Eda, Wachmann, stimmt es, dass du der Sohn einer Hündin und eines Schweines bist, hä? Na warte, dich kaufe ich mir! Ja, das Tor ist verschlossen, den Dietrich verwenden. Das Tor öffnet sich, yay. So, der Puppenspieler hat leider noch nichts für uns.
Wo ist der Kerl hin? Verfluchter Hund! So, dann gehen wir es mal mit der Stadtwache hier oben. Also ja. Nee, reden wir erstmal mit ihm. Halt, Nachbar! Krieger haben hier keinen Zutritt. Wie sollen eure Händler jemals zu Gold kommen, wenn ihr alle Käufer vom Bazar fernhaltet? Anordnung des Kaisers. Es tut mir leid, Nachbar. Ich mache die Gesetze nicht. Kein Zutritt. Geht weiter. Okay. Also ja, was haben wir hier? Finde deinen Weg in den Palastgarten, indem ihr die Wachen ablenkt. Achso, das ist der nächste Schritt, wenn wir im Bazar sind. Irgendwann muss ich ihn übrigens umhauen, um an die Truhe zu kommen. So, reden wir erstmal mit Lirio Forel. Hier müssen wir nachher die Steintafeln einsetzen noch. Mein Blut brennt! Keine Macht! Der Tempel! Was habt ihr? Dunkelheit kann nicht... Ja. Lyrios Vision. Der Priester Lyrio scheint von Schmerzen und Wahnvorstellungen geplagt zu sein. Ihr solltet ihm helfen. Findet jemand, der weiß, was Lyrio quält? Lyrio ist nicht ansprechbar. Im Tempelbezirk wird es sicher jemanden geben, der weiß, was ihn quält. Ja, und das wäre dann Yharim, der Blinde. Seid ihr gekommen, um zu Noor und Zarach zu beten? Nein, so sieht ihr nicht aus, Menschlein. Was treibt ihr hier in Empyria, Dunkelelf? Ich bin Dorkan, Botschafter des glorreichen Volkes der Norkane in diesem dreckigen Loch, welches ihr eine Stadt nennt. Und der Kaiser hat mich in seiner Gnade hier ins Tempelviertel verbannt. Wahrscheinlich hält er sich seinen feisten Bauch, wenn er daran denkt, wie ich zwischen all diesen Lichtbetern schmore. Ihr seid sicher ein hervorragender Diplomat. Spottet nicht, Lichtkriecher. Der Tag wird kommen, an dem sich die Norkane dieses Land zurückholen, so wie es vorherbestimmt war. Ja. Was ist es nun? Nichts. Okay. Seid willkommen. Habt ihr eine Frage zu den Tempeln der Wächter? Einer der Priester, Lyrio. Er spricht wie im Wahn. Was ist mit ihm? Ja, der arme Lyrio wird von grauenvollen Visionen geplagt. Er braucht Traumwein, um seine Sinne zu beruhigen. Traumwein? Das ist Rotwein mit etwas Traumstaub darin. Es würde Lyrios Geist klären, aber Traumstaub ist verboten und schwer zu bekommen. Da ihr mich darauf ansprecht, ich bitte euch, helft einem blinden Mann und bringt mir etwas Traumstaub und Wein. Lyrio ist ein Freund und es schmerzt mich, ihn leiden zu sehen. Den Wein könnt ihr bei Borus bekommen, dem Weinhändler. Der Traumstaub wird unter der Hand verkauft, meist von Apothekern. Achtet auf Männer in grünen Roben. Ihr findet sie vor allem in dem schmutzigen armen Viertel vor der Stadt. Bringt mir etwas Traumstaub und eine Flasche Wein. Dann können wir Lyrio helfen. Jo, sollte machbar sein. Also ja. Bringt Yharim den Blinden im Tempelbezirk Wein und Traumstaub. Yharim kann Traumwein brauen, um Lyrios Schmerzen zu lindern. Er benötigt dazu Rotwein vom Weinhändler Borus in der Unterstadt und Traumstaub, der von Männern in grünen Roben im Armenviertel verkauft wird. Jo. Kriegen wir hin. Und der restliche Traumstaub geht dann an Ishtar.
Nun, Freund, ihr seht so aus, als suchtet ihr jemanden. Ich suche jemanden, der sich mit Träumen auskennt. Da seid ihr bei mir genau richtig, Freund. Ich kann euch bei all euren Träumen helfen, vorausgesetzt, ihr zahlt meinen Preis. Wie viel kostet etwas Traumstaub? Gleich zur Sache, hm? Also gut. Eine Prise Traumstaub kostet euch 30 Goldstücke, Freund. Mhm. Waren auf euren Kopf nicht 50 Goldstücke ausgesetzt? Wartet, wartet. Sagen wir 20 Goldstücke, weil ihr es seid. Ein weiser Entschluss. Ich nehme den Staub. Schöne Träume. Ja, einmal Traumstaub von ihm, dann holen wir uns Traumstaub von ihm, dann boxen wir ihn um, dann boxen wir ihn um. Dann sind wir traurig, weil Nandini nichts mehr von uns will. Nun, Freund, ihr seht so aus, als suchtet ihr jemanden. Ich suche jemanden, der sich mit Träumen auskennt. Da seid ihr bei mir genau richtig, Freund. Ich kann euch bei all euren Träumen helfen, vorausgesetzt, ihr zahlt meinen Preis. Wie viel kostet etwas Traumstaub? Gleich zur Sache, hm? Also gut. Eine Prise Traumstaub kostet euch 30 Goldstücke, Freund. Mhm. Waren auf euren Kopf nicht 50 Goldstücke ausgesetzt? Wartet, wartet. Sagen wir 20 Goldstücke, weil ihr es seid. Ein weiser Entschluss. Ich nehme den Staub. Schöne Träume. Ah, ihr. Was gibt es? Ich brauche mehr Traumstaub. Na, 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 nicht so gierig. Ich habe keinen mehr. Zumindest keinen, den ich verkaufen würde. Redet nicht, gebt ihn mir. Beherrscht euch. Ihr sucht wohl Streit? Wenn ich dann an den Staub komme? Ja, du Wanze. Wanze? Den Staub bekommt ihr nicht. Aber den Streit könnt ihr haben. Ja. Vorsicht! Nur, dass ich der mit der Waffe bin, du Fäuste hast. Zeit zu sterben! So, Traumstaub und deine Diebeskralle. Kann ich damit nicht Nadini einfach die Servietträne klauen? Oh, ich habe Sonnenlicht erhalten. Ring der Form erhalten. Ogerschläge erhalten. Ah, ihr. Was gibt es? Ich brauche mehr Traumstaub. Na, 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 nicht so gierig. Ich habe keinen mehr. Zumindest keinen, den ich verkaufen würde. Redet nicht, gebt ihn mir. Beherrscht euch. Ihr sucht wohl Streit? Wenn ich dann an den Staub komme? Ja, du Wanze. Wanze? Den Staub bekommt ihr nicht. Aber den Streit könnt ihr haben. Ja. Vorsicht! Zeit zu sterben! Verteidigt euch! So. Wir haben den Traumstaub. So, und dann würde ich sagen, speichern wir hier erst einmal wieder.
und machen einen Cut. Also, bis gleich.